offiziell. Dann, ich heiße Rolf Fichert, bin 77 Jahre alt, wieder Trump. Trump will es auch nochmal wissen. Und ich freue mich, dass ich nochmal mit euch reden darf, weil meine Kinder sind so, meine Enkel fast sind in dem Alter wie die Gäste hier. Aber ich bin wieder back to business, weil es geht mir darum, IBCS 2.0 jetzt zu entwickeln. Will ich gleich was dazu sagen. Also ich heiße Rolf Fichert, ich bin eigentlich von Haus aus Ingenieur. McKinsey hat mich dann zum Betriebswirt gemacht, das hat nicht lange gedauert, 4 Wochen. Ich war dann Professor sogar der Betriebswirtschaft für Controlling und war die meiste Zeit meines Lebens Software-Mensch. Habe eine Softwarefirma gehabt, habe verkauft vor 20 Jahren und jetzt kam dieses Thema Standardisierung hoch. Jetzt mittlerweile ist es ernst geworden. Der Micha meinte, ich sollte was sagen zu dem Thema, wir auf dem Weg zu ISO, aber es ist wirklich noch nicht ganz so weit, aber wir sind auf dem Weg dazu. Ich möchte gerne einen kurzen Überblick geben über die halbe Stunde, was wir vorhaben. Also dieses Weg zur ISO-Norm ist ernsthaft jetzt. Wir sind dran. Die Russen, die Chinesen und die Amerikaner haben schon zugesagt, wir brauchen noch ein paar mehr. Und das wird ganz spannend. Ich erzähle was dazu. Dann würde ich gerne was Generelles sagen zu den Standards. Als Ingenieur versteht man nicht, dass die Betriebswirte sich nicht geeinigt haben über die Darstellungen, was die Linien und Säulen und Kuchen und Kreise und Flächen und sowas zu bedeuten haben. Da gibt es null Verständnis dafür. Jeder macht es, heute ist Donnerstag, manchmal ein Kuchendiagramm und morgen ist halt eine Fläche dran und dann ist mal rot und mal grün und mal blau. Das ist eine Entwicklung, die ist, mich stört das schon seit 20 Jahren jetzt, aber es wird langsam ernst. Wir haben eine ganze Menge nämlich von kleinen ersten Erfolgen. Denn Success und IBCS, ich weiß nicht, hat jemand schon mal gehört, was IBCS ist, oder so ein bisschen? Oh ja, da haben wir schon. Okay, also dann muss ich nicht ganz die Grundlagen sagen, aber das Success ist die Abkürzung für 7 Punkte. Das geht von Say über Unify bis hin zu Structure. Das Einzige, was ich ja nicht beigetragen habe, ist der Passus Unify. Ich meine, dass wir keine Achsen abschneiden dürfen und dass wir eine hohe Informationsdichte brauchen, das ist ein Thema schon seit 100 Jahren. Aber dass wir Regeln haben für die Bedeutung dessen, was wir tun, das ist das, was ich jetzt versuche, dabei zu tragen. Und darum möchte ich auch ein bisschen was sagen. Und dann kurz vielleicht auch noch was zu Dashboards und Storytelling. Ich fange jetzt an mal mit der kurzen Einführung, wo wir eigentlich heute stehen. Also die Website, unsere Website, da kann man die Standards sich runterladen. Man kann, kostet nichts, man kann sich da mal informieren, was es so an Templates und dann vor allem, was es dann auch das Poster. Ich habe ein paar mitgebracht, also wenn jemand Interesse hat, wir haben 15.000 von den Dingern gedruckt, es gibt schon einige Büros, wo die rumhängen. Ich habe ein paar mitgebracht, wenn Sie es möchten. Dann gibt es zertifizierte Berater, das war ungefähr 100. Das ist eigentlich unser Geschäftsmodell, dass wir davon leben, dass wir Dinge zertifizieren, also Tools, Berater, die lernen oder sollen lernen, wie das so funktioniert. Und da gibt es 3 davon, mindestens, die Sie vielleicht kennen. Das sind hier aus dem Hause, die sich sozusagen haben ausbilden lassen zu dem Thema. Und dann gibt es Software und mindestens ein Produkt kennen Sie davon. Das sind die Tools, die mehr oder weniger 100% das jetzt umsetzen können. Ich meine, das ist der SAP, das heißt nicht, dass SAP, da unten Analytics Cloud, das kann im Gegenteil, also die Standards sind grausig zum Teil, aber man kann mit SAC das auch hinkriegen. Also kann. Dann gibt es über 1 Million Anwender mittlerweile. Wir haben 1 Million nicht, weil wir so viele Trainingskurse-Kunden haben, sondern weil die zertifizierte Software so ungefähr bei 1 bis 1,2 Millionen Leuten gelandet sind. Zum Teil auch sind das kostenlose Nutzer in Indien, wo man dann, weiß ich was, 10.000 kostenlose hat von manchen Tools. Aber das ist der Stand heute und da sind durchaus Firmen dabei, die man kennt, wie zum Beispiel Microsoft, ist genauso dabei wie SAP. Ich habe beim SAP-Vorstand vor 15 Jahren versucht, Leute zu überzeugen, dass sie nicht oben rechts ihre Logos draufklatschen müssen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr beschäftigt seid, dann guckt auf die Visitenkarte, aber man muss ja nicht auf jedes, die haben solche großen SAP-Logos auf jeder einzigen Folie drauf gehabt. Angeblich haben sie es jetzt auch nicht mehr, ich habe schon lange keinen Kontakt mehr mit SAP. Also, dann Mercedes und Miele und so weiter. Dann gibt es die Association,
Das sind jetzt mittlerweile 11.000 Mitglieder. Become member, cost nothing. Können Sie einfach beitragen und dann als Mitglied auch Sachen sich runterladen, die sonst Geld kosten. Das sind die vier Leute, die das heute machen. Der Jürgen Feiß ist mein Partner, der macht die Firma jetzt mittlerweile. Und der Johannes von Mulert und der Bert sind die vier Leute, die die Association managen. Und jetzt das große Thema, DIN. Wir haben einen Freund in Spanien, der hat schon viel Erfahrung mit DIN und mit ISO. Natürlich mit DIN ist nicht falsch, aber die ISO-Zertifizierung ist jetzt unser Thema seit 2 Jahren. Der Prozess dauert 3 bis 3,5 Jahre. Ist ganz schön kompliziert. Ich habe noch keine Ahnung, wie man eine ISO-Norm macht. Meine, die Ingenieure haben tausende von Normen, aber bei Betriebswirten gibt es keine Committee, das sich mit betriebswirtschaftlichen Normen der Visualisierung beschäftigt. Gibt es nicht. Das ist immer da ein bisschen in einer schwierigen Situation, aber es gibt jetzt ein neues Projekt, NP hier. Diese, wenn man unter 24.896 schaut, heißt das Standard Notation for Business Reports. Und unter Business Reports verstehen wir alles von der PowerPoint bis hin zu einem Dashboard, also alles, was mit Visualisierung von Berichten zusammenhängt. Das wird ernst. Wir hoffen, dass es am Ende des Jahres soweit ist. Und dann müssen wir uns bewerben, ob für eine Zertifizierung bei ISO. Das ist ja auch verrückt, gell? Also wir trainieren die jetzt, wir geben denen alle Unterlagen. Sie verlieren sämtliche Rechte. Wir verlieren sämtliche Rechte und dürfen dann uns bitten, dass wir zertifiziert werden dann von ISO. Das ist auch Geschäftsführung. Jetzt ganz generell, ich möchte Sie einfach überzeugen, dass überall Standards uns das Leben leicht machen. Überall. Wir fahren alle rechts. Ist praktisch. Wenn Sie nach Hamburg kommen, fahren auch rechts. Das sind einfach Dinge, wenn Sie heute mal rumschauen, ich zeige Ihnen mal so ein paar. Auf den Entferner geht er nicht, oder? Oh. Straßenschilder. Auf den ersten Blick sieht das aus wie zu Hause. Wenn Sie Fußnote anschauen, das ist Kuwait. Das hier, upsala, also irgendwie tut er nicht so ganz. Das hier sind 30 verschiedene Stoppschilder aus 30 verschiedenen Ländern. Wie praktisch ist das, wenn Sie sich in Kuwait ein Auto mieten, dass Sie mit dem fahren können? Die fahren auch auf der rechten Seite und haben auch solche roten Schilder. Die Ingenieure haben in allen Bereichen, ich meine, wenn Sie die Schraube und die Mutter zusammendrehen wollen, dann macht es Sinn, dass es M10 einfach M10 ist. Da gibt es einen Norm dafür, das passt einfach. Und der 13er Schlüssel, der passt auch dann für die Mutter, die Sechskantmutter. Das sind einfach Dinge, die sind selbstverständlich heute, aber der Architekt hat natürlich Pläne. Der Architekt, der macht Pläne 1 zu 1, 1 zu 10 und 1 zu 100 für die Umgebung. Aber nie 1 zu 33,6. Das finden Sie nur im Geschäftsbericht von Deutschen Bank. Die machen auf jeder Seite, gucken Sie mal in diese Berichte rein, auf jeder Seite eine andere Skala. Wie gaga ist denn das? Gucken Sie mal im Geschäftsbericht. Da steht nicht drin, wir haben eine Skala von X, sondern das ist die Schweizer Post. Vor 12 Jahren habe ich bei der Schweizer Post, ist jemand von Post hier? Schweizer Post Geschäftsbericht. Auf der ersten Seite steht drauf, 1 Milliarde Schweizer Franken sind 20 Millimeter. Das hat 2 Jahre Diskussion gebraucht und das haben sie immer noch jetzt. Das war vor 11 oder 12 Jahren. 1 Milliarde ist 20 Millimeter. Und dann waren die, also 8 Milliarden waren natürlich nicht zu lang für eine Seite, da musste man die Balken nicht abschneiden, das ist ja verboten, sondern haben die Balken dann geschlängelt, so ja, damit die drauf passen. Weil es geht ja um den visuellen Eindruck, lang heißt nicht einfach abschneiden. Okay, das sind die Architekten. Dann meine Geschichte persönlich. Ich bin Deutscher, bin vor 40, 45 Jahren in die Schweiz gezogen und kam da an mit meinen Schuhgeschirr. Und dann in der Schweiz, wir haben in Kreuzlingen ein Haus kaufen können. Ich hab in Konstanz gearbeitet, aber in der Schweiz gewohnt. 40 Jahre lang. Und ich habe dann wirklich den ganzen Tag lang diese Dinge abgeschnitten. Gut, heute gibt es diese Rasier-Euro-Stecker, die nur mit 2 Polen, die passen ja überall. Aber das hat den ganzen Tag Arbeit gekostet, ich glaube 35, über die Jahre. Da kommt auch so ein alter Bierprojektor und auch so ein alter Fernseher irgendwo und überall müssen wir die Dinge abschneiden. Und dann bin ich vor 4 Jahren, das sind die Schweizer, ja? Vor 4 Jahren bin ich zurück nach Deutschland gezogen. Ich wohne jetzt seit 4 Jahren in Konstanz, also wirklich, wirklich
back home, kann man sagen, und das gleiche Theater nochmal. Aber was ich machen kann, das kann ich empfehlen, nehmen Sie eine Kombizange und knipsen Sie einfach den Nullleiter ab und dann passen die eigentlich ganz gut in die meisten Steckdosen. Und jetzt bin ich wieder hier bei den alten Schokosteckern. Ganz Europa hat die gleichen Schokostecker, bis auf UK und BC. Gucken Sie das mal an. Wenn Sie das anschauen, dann fühlen Sie sich einfach bei Landkarten nicht ganz zu Hause, weil wir einfach gewöhnt sind, dass Norden oben ist. Es ist nicht oben, bei der Google. Aber auch in Brasilien ist Norden oben und wenn Sie Landkarten angucken, in den USA ist Norden auch oben. Jetzt stellen Sie sich vor, in Kuwait, jetzt gehen Sie hin und Sie haben ein Automatikauto mit einem Gaspedal und die Bremse ist rechts. Können Sie sich vorstellen, wie Sie damit fahren können? Es geht nicht. Schon wenn Sie mit dem Fahrrad so versuchen mal zu fahren, haben Sie Probleme. Und in Notsituationen werden Sie natürlich dann Gas geben und nicht bremsen. Ich will nur als Beispiel sagen, wie praktisch ist denn das? Man ärgert sich noch über die Fensterheber und alle möglichen anderen Dinge, die immer anders sind im anderen Auto. Aber wie praktisch sind denn solche Normen? Das ist mein Thema, warum ich mit Ihnen eigentlich reden wollte. Musik. Die genialste Entwicklung überhaupt. Wir haben hunderte von Jahren daran gearbeitet, dass diese Kullerchen international, mit klassischer Musik, gleich sind. Und niemand würde auf den Gedanken kommen und sagen, hey, jetzt bin ich Tchaikovsky, also was die Alten da gemacht haben mit den Noten, ich mache halt was Neues. Aber Mozart, Tchaikovsky und Bach haben genau die gleichen Noten. Und jeder Klavierspieler freut sich heute, dass er nicht die Notensprache erst lernen muss, wie man das bei euch mit dem Dashboards leider lernen muss. Das ist das Problem. Da hat jeder das Gefühl, er findet neue Dashboards, er findet neue Visualisierung. Heute ist Dienstag, ich mache mal Liniendiagramm. Das ist ein bisschen das Problem. Und wenn Sie in der Google-Bildersuche rangehen und nach Musiknoten schauen, das sind koreanische, chinesische und südafrikanische Beispiele. Die sind zwar dann vom Titel, heißt es dann hier oben Home und das hier ist ein bisschen chinesisch, aber die Notensprache ist, bis auf kleine Nuancen der Tools, die verwenden, praktisch gleich. Und jetzt machen die mal Google-Bildersuche mit Business Tables. Einfach eine normale Bildersuche, Business Tables oder Excellent Tables, können Sie auch suchen mal. Dass noch nicht mal das Bewusstsein da, dass Farbe irgendwas bedeuten könnte, es sei denn, man meint Corporate Design. Aber was für ein Quatsch, dass man jetzt die Header in Farben des Corporate Designs, was hat das Corporate Design zu suchen denn in meinen Tabellen? Das ist doch, ich kann das Logo hinklatschen, aber ich muss doch nicht die Tabellen jetzt rot machen. Ich bin bei E.ON gewesen, das ist alles rot. Das sind die Teppichböden rot, das sind die Ist-Zahlen rot, das ist alles rot. Wenn alles rot ist, haben Sie keine Möglichkeit mehr zu unterstreichen, was wichtig ist. Was. Und jetzt noch schlimmer, jetzt kommt das ganz Schlimme. Das tut für dich nur mit Kontakt. Ja, mit Sichtkontakt. Das ist Great Dashboards. Meine Damen und Herren, Great Dashboards, sorry to say, Ich finde es absolut absurd, dass noch nicht mal das Bewusstsein da, dass wir irgendeine Sprache haben sollten, damit das ungefähr gleich aussieht. Gucken Sie es mal an. Ich zeige mal ein paar Beispiele. Ich muss sie wieder rüberkommen. Was für ein absurdes Zeug, ja? Und das sind total prämierte Dashboards mit Tachos und mit Thermometern und was es alles gibt. Und da gibt es überhaupt kein Konzept. Das sind einfach. Wie es gerade kommt, ja? Wie es gerade so kommt. Das ist die Welt heute. Und ich habe Sie versucht zu überzeugen, wir brauchen Standards. Ja? Und unsere Standards, das sind sieben Regelbereiche. Unser Buch, ich habe ein paar auch mitgebracht, wenn Sie Interesse haben und das nicht kennen. Unser Buch, das heißt auch Solid Outline Text, oder gefüllt, gerahmt, schraffiert. Ich denke, das wird nicht weggehen. Also Solid heißt einfach ist und Hohl ist Plan und Hatched ist Forecast. Das sind zigtausende von Firmen, die das schon machen und das macht auch Sinn. Dass man nicht rot ist gleich ist macht und grün ist gleich Plan oder sowas. Die Farben missbraucht für sowas, die Farben sind viel zu wichtig, dass man sie missbraucht für Plan, Ist und Forecast. Finde ich nicht gut. Also die sieben Regelbereiche, ganz kurz.
Success sind die 7 Punkte. Also ich bin beim S, bei dem Say. Und das Say ist natürlich das Entscheidende überhaupt. Wir wollen irgendwas sagen. Wir haben was zu sagen. Wir zeigen nicht Dashboards und sagen, dann guck doch mal, du wirst schon finden, was da interessant ist, sondern wir machen das, weil wir etwas transportieren wollen, weil wir es machen wollen für unsere CEOs oder für unseren Vorstand oder für unsere Zielgruppe. Und jetzt hat er hier so ein Ding und jetzt kommt die tiefschürfende Botschaft, die als, we had 25% in Exports. Ich meine, banale Botschaften braucht es nicht. Wir brauchen Botschaften, die interessant sind. Nicht nur Feststellungen, sondern vielleicht auch Erklärungen, Warnungen, Drohungen. Es kommt darauf an. Und da sind sie weit weg heute, bei den heutigen Dashboards. Die meisten versteht man gar nicht. Also, das ist, also Say ist mir sehr wichtig. Der zweite Punkt, den ich aufgreifen möchte, der nichts mit Gestaltungsregeln zu tun hat, ist die Struktur dessen, was wir machen. Und da, das ist das letzte S von Success. Und ich nehme jetzt mal diesen alten Geschäftsführer, schon ein paar Jahre alt, von einer Firma, die es ja auch jetzt nicht mehr gibt, aber nicht wegen dieses Beispiels hier. Und das Beispiel ist so absurd schlecht, dass Sie eigentlich weinen müssten, dass ein Unternehmen dieser Größe und Bedeutung die Gliederung ihres Geschäftsberichtes so macht. Ich gucke mal auf die... Es tut wirklich nicht von hier. Auf der rechten Seite, schauen Sie es mal an. Das sieht ganz normal aus. Ich sage es Ihnen jetzt schon, wenn Sie mehr als 7 Bulletpunkte haben, schaffen Sie fast es nicht, überschreitungsfrei hinzukriegen. Ist sehr, sehr schwierig. Es sei denn, Sie listen 7 Länder auf. Aber wenn Sie so fachliche Themen haben, 5, 6, 7, das geht nicht. Und die Überschrift, schauen Sie mal, Operating and Financial Review. Jetzt frage ich Sie, was ist da jetzt Operating und was ist Financial? Sie erwarten mindestens eine Gliederung in 2 Punkte, oder? Das sind ja 2 Überschriften, aber geht nicht. Ja? Dann machen Sie weiter und sagen, Credit Suisse. Okay, dann sage ich auch mal, was bringen Sie im Geschäftsbericht bei Punkt Nummer 2, Credit Suisse? Und dann haben Sie hier Core Results und Results Overview. This is overlapping. Das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Und dann haben Sie noch so einen Punkt. Das heißt hier Asset Management and Assets Under Management. Natürlich sind das jetzt Abteilungsbezeichnungen und so weiter, aber es macht nichts. Die Gliederung ist einfach schlecht. Okay? Also bitte seien Sie vorsichtig mit der Struktur. Struktur ist wichtig. Und jetzt komme ich zu den Proper Visualizations. Das ist jetzt die Frage, wie stelle ich es richtig dar? Da gibt es natürlich Regeln und Vorschläge und alles Mögliche, was wir da auch veröffentlicht haben. Ich meine, der tut sich schwer, the situation is critical, und eben laufen hier die Leute davon. Weil das einfach, die Welt ist von PowerPoint. Die Welt von PowerPoint ist, dass man sie erklären muss. Leute, es heißt nicht, erklär deine Bilder mit 1000 Worte, es heißt, das Bild sagt, oder es wert 1000 Worte, das ist genau das Gegenteil. In der PowerPoint-Welt erklären die Referenten ihre PowerPoints. It's true. Das heißt aber, der hier, der auf der anderen Seite sitzt, Situation Critical, der kriegt die aufmerksam, weil er die Botschaft klar rüberbringt, wir haben ein Problem. Also das ist jetzt die Frage der richtigen Visualisierung. Ich möchte nur ein Beispiel rausgreifen. Das sind diese Horror-Darstellungen, die man jetzt mittlerweile ernsthaft im Dashboards und auch bei den Herstellern überall findet, also irgendwelche Tachos und solche. Es gibt viele, die wir anschauen könnten. Ich habe jetzt einen Vortrag letztes Jahr gemacht bei der Tagung hier, da habe ich 10 verschiedene gezeigt. Eins von denen nur sind diese komischen Dinger. Das ist wirklich verboten. Ich möchte auch versuchen zu erklären, warum. Das sind diese Dinger, die heißen jetzt Speedometer Charts und das ist jetzt neu. Und die sind ganz stolz drauf, dass sie jetzt machen können. Ich möchte jetzt mal erklären, warum das nicht geht. Warum es einfach schlecht ist. Das auch. Es geht nicht darum zu sagen, hier, das sind 48, sondern es geht darum, es ist eine Abweichung. Das ist nicht 48, sondern es ist eine Abweichung um minus 52 vom Ziel. Und dann brauche ich auch das nicht. Ich brauche auch das nicht. Ich kann es auch einfach hart machen. Ich kann es darüber machen und kann jetzt die da drüben wegmachen, kann es kleiner machen und kann jetzt auch diese Rahmen wegmachen, die brauchen wir auch nicht. Und dann vergleiche ich das mal, wenn ich die Flächen vergleiche, das sind 100%,
ich brauche ein Fünftel der Fläche und habe eine bessere, aus meiner Sicht, bessere Übersicht als dort auf der Seite. Vielleicht vermissen Sie diese runden Dinger, also, aber ich könnte sie einfach auch gut flechten. Und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, jetzt habe ich ja Platz. Ich kann die stapeln zum Beispiel. Ich kann vielleicht auch einen Forecast. Ich zeige noch den Forecast, Sie erinnern sich, ich schaffe hier. Und man kann vielleicht noch ein paar Vergangenheitszahlen dazu nehmen. Und jetzt kann ich das Ding, die 100% Fläche, die ich habe, nutzen, damit, obwohl es grün ist, geht es runter und obwohl es rot ist, wird es besser. Das ist aus meiner Sicht eine Art der Darstellung, die sinnvoll ist, hohe Informationsdichte, und das ist okay und das ist falsch. Also wir müssen versprechen, nie wieder diese Tachos und Barometer und Thermometer und ganz so. Die sind gemacht für analoge Betrachtung von irgendwelchen Temperaturen ihrer Heizung im Keller. Da haben Sie so ein Zander dran, wenn Sie keine Digitalanzeige haben. Okay, jetzt komme ich zum Thema Simplify. Das heißt, avoid clutter. Und das ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Es gibt Firmen einfach, die meinen, sie müssten alles einrahmen. Also das ist ein roter Rahmen oder ein blauer Rahmen und dann haben sie keinen Platz mehr für Content. Und dann wird die Schriftgröße nicht 10 Punkte, was man vielleicht braucht, sondern sie muss dann vielleicht 8 Punkte oder 7 Punkte sein, weil es nicht drauf passt. Also wenn Sie das anschauen, Sie gehen ins Kino und schauen sich Casablanca an. Also meine Generation kennt noch Casablanca, Sie vielleicht auch. Sicher einer der spannendsten Filme in der Filmgeschichte. Und wenn Sie es anschauen, dann haben Sie 50% der Leinwandfläche genutzt. Das ist PowerPoint. Das ist auch der Sport zum Teil. Auch der Sport hat manchmal so Rahmen und Sachen um. Das machen wir nicht, sondern wir wollen den Film sehen. Da ist kein Platz für sowas. Ja? Das ist jetzt für mich, wie es im Kino aussehen soll. Ja? Beispiel, Superstar. Sie sehen schon, ich bin ein Mac-Fan, wenn auch den Pixar nicht mochte. Und das ist Bill Gates. Das sind Welten. Woher kommt denn dieser ganze Quatsch, dieser ganze Rahmen und 3D und Farben? Das ist doch Excel-Charts. Gucken Sie sich das mal an. Wenn Sie mal nur standardmäßig Daten haben und machen mal Chart einfügen, dann haben Sie bunte Säulen und bunte Balken. Die Legende ist noch nicht mal dran an den Balken. Die müssen Sie suchen. Rot ist Italien, blau ist Frankreich. Was für ein absurdes Zeug. Da kommt das Ganze her. Und diese BI-Firmen versuchen das jetzt nachzumachen und kopieren jetzt diese absurden Charts von Excel. Tut mir leid, es ist aber nicht gut. Also, es ist nicht gut. Jetzt komme ich zum für mich den wichtigsten Punkt. Increase Information Density. Wir haben ja schon gerade über Dateninformation gesprochen. Information ist Delta-Wissen. Klare Definition. Ich weiß was und jetzt glaube ich dieser Information, erhöht mein Wissen. Und ich erkläre Ihnen mal jetzt, wie Sie hier vom London City Airport nach Heathrow kommen. Und das ist jetzt PowerPoint. Also Informationsdichte von PowerPoint, wie das heute so aussieht. Also, da starten Sie hier, wir starten hier unten London City Airport. Also das ist so ein normales Layout von PowerPoint. Und dann sagen Sie, dann Kennington müssen Sie wechseln von der City auf die Jubilee Line. Und dann wechseln Sie, London Bridge müssen Sie durchfahren. Das gleiche auch. Da müssen Sie bei Green Park wechseln von der Jubilee Line in die Piccadilly Line. Bei Earlscott fahren Sie durch und dann Kurve runter nach Heathrow. Wenn ich das ausmachen würde und Sie fragen, nicht wirklich, oder? Und das machen wir jetzt nicht so. Information Density ist unsere Lösung für fast alle Probleme in unserem Umfeld. Je mehr wir draufpacken, desto einfacher wird es zu verstehen. Nicht umgekehrt. Und das möchte ich gerne an diesem Beispiel zeigen. Ich zeige Ihnen die U-Bahn. Es ist ein bisschen natürlich, muss ich sagen, ein bisschen wahrscheinlich doch ein bisschen überfordert jetzt mit dieser kleinen Beamer-Bild jetzt hier. Am mindestens die vorne können sehen, dass es hier ist London City Airport und da drüben an der anderen Seite ist Heathrow. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie Kennington fahren und dann umsteigen und dann London Bridge durchgehen und dann müssen Sie Green Park umsteigen in die andere Linie und dann fahren Sie da an dem Court vorbei und weiter und dann sind Sie dort. Und dann kann ich verstehen, wie ich dahin komme. Das ist das, was wir brauchen. Informationsdichte. Ich habe einen großen Mac-Bildschirm. Das kann Sie 3 davon auf einer Seite drauf machen. Auch kein Problem. Auf dem iPhone natürlich jetzt schwierig, das ist klar.
Das finde ich okay. Und jetzt kommt der letzte Punkt, den ich noch zeigen möchte, das ist Information Integrity, also das heißt, dass man nicht betrügt und nicht lügt. Das ist so, Sie kriegen jetzt eine Provision hier von 5%. Das ist das, was Sie heute in ganz vielen, vielen Berichten sehen. Ich würde sagen, 50% aller Visualisierungen versuchen die Wirklichkeit to distort the reality. Um sie einfach zu abgeschnittenen Achsen, abgeschnittene Säulen, verschiedene Skalen. Das ist ein Beispiel, das ist schon viele Jahre alt, von dem Standard in einer Zeitung in Österreich, die eigentlich angesehen ist. Mehr Entscheidungsträger denn je lesen den Standard. Dann kriegen Sie das Bild. Das ist schon uralt, aber ich zeige es Ihnen nochmal, weil ich die Leute jetzt von der NZZ nicht beleidigen möchte, weil die sowas finden Sie immer noch überall, solche Sachen. Wenn Sie mal anschauen, jetzt können Sie es nicht so richtig erkennen von hinten, das sind jetzt 17,9%, weil da unten steht 17,9, 18,8 und 19,5, dann ist das 19,5 und das wäre die Entwicklung, wenn Sie Ihre eigenen Zahlen sehen. Das ist jetzt richtig und das ist einfach gelogen. Ja. Hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist jetzt das Thema. Und ja, jetzt kommt die Semantic Notation, das ist das Letzte. Also Semantic Notation heißt, alles was wir tun, hat Bedeutung. Es geht nicht um Geschmack und Schönheit und ich mag halt 3D und ich mag halt Kuchen. Doch geht's nicht. Auch der Musiker sagt mir jetzt, jetzt brauche ich neue Noten. Ich will viereckige Noten und ich will nicht diese blöden 5 Linien. Ich möchte 7 Linien haben, so viel schöner. Da möchte ich Sie überzeugen, dass wir uns einigen sollten, wir gemeinsam auf einen Standard, wie wir diese Daten darstellen. Tabellen genauso natürlich. Summen oben ist Summen unten. Was denn nun? Es gibt Firmen, da blättern sie durch, da ist die Summe mal oben und ist immer mal unten. Man kann nur, wie es gerade kommt. Die Zeit von links nach rechts, von rechts nach links. Da müssen wir uns einfach mal einigen. Also das Buch, ich habe ein paar mitgebracht, also Interessenten, die interessiert sind, da liegen ein paar zum... da gibt es jetzt hier eine Erklärung mit diesem Bild hier. Jetzt gibt es hier die Bühne und Solid... Und das ist mir wirklich wichtig. Also will ich einen Punkt mitnehmen von den vielleicht 50, 60 Regeln. Im Poster sind es 100 Regeln. Eine mitnehmen, Solid, das ist dieser Tänzer in Actual. Dann gibt es Outline, alles was Rahmen hat, von den Tabellen bis zu allem was Rahmen hat, ist halt irgendwie Plan, Budget oder irgendwas, was mit Zukunft zu tun hat. Und dann mittendrin so schon ein bisschen besser als Plan, aber noch nicht ganz ist, so vorläufiges ist und sowas, das ist dann der Forecast. Und da kommt die Lady. Und im Buch hatten wir keinen Platz, es hat auch komisch ausgesehen, aber die Designerin, die wollte das schwarz haben, gibt es natürlich jetzt noch die Lady. Das ist Vorjahr, und bei Red Bull gibt es auch ein Vorvorjahr, das ist dann hellgrau. Den Schritt schaffen sie schon denn. Also grau ist Vorjahr und Vorvorjahr ist dann halt hellgrau. Das sieht so aus, ja? Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch, haben wir noch 3 Minuten? Michael, du bist der Chef. Für den ja, ganz kurz noch. Ganz kurz noch die Geschichte der Information Density, die aus meiner Sicht die Probleme unseres Reportings löst. Sie brauchen ein Regelwerk. Und wenn Sie ein Regelwerk haben, können Sie auch viele Noten auf ein Blatt drauf machen, weil die kennt ihr ja nicht. Das hier, our strategy, ist nicht so wirklich convincing, nicht so wirklich überzeugend, weil wir mit 2 Werten unsere Strategie nicht zeigen. Wenn Sie so ein Kinderlied sehen, da sind das hier 7, ja, 7 Noten, aber hier sind es jetzt schon 47. Aber wenn Sie sehen, wie es die Musiker machen, 50, das entspricht so ungefähr unserem Dashboard, so zwischen 30 und 100. Aber ich will es überzeugen, dass wir 1000 brauchen. Nicht 100 und nicht 15. Denn das sind auch, was die Musiker haben, wenn sie schauen, die machen das, ups, ich bin in die falsche Richtung, die machen das jetzt so, sie sagen, ja, aber wenn sie das richtig sehen, sieht das so aus. Und das sind viele Kullerchen und kein Dirigent beklagt sich, dass er so viele Kullerchen braucht, sondern er braucht die einfach zum Verstehen. Und das ist das, wenn sie jetzt diskutieren und sie möchten jetzt erklären, was da passiert in den verschiedenen Takten, dann haben Sie eine Übersicht und Sie wissen genau, wovon Sie reden.
Das ist gut. Und wenn wir jetzt mal eine technische Zeichnung anschauen, wenn Sie einen Teil drauf haben, und Sie haben mal 200 Teile in der Waschmaschine, dann ist es vielleicht besser, dass man die kleiner macht und vielleicht diese Achse komplett zeigt, dass man die vielleicht noch kleiner macht und vielleicht die 198 Teile zeigt und ich kann locker jetzt dieses Teil erklären, verstehe das in den Zusammenhang. Das ist Informationsdichte. Das ist zwei Teile. In zwei Teile. Aber wenn ich den Motor insgesamt sehe, jetzt müssen Sie sagen, die hinteren haben jetzt ein bisschen Schwierigkeiten zu sehen. Hier vorne können Sie es erkennen und jetzt kann ich hier sehen, wie da diese Teile eingebaut sind. Ja? Ups, das war zu schnell, ganz schnell. Das tut nicht so richtig hin. Das ist hier, wir haben ein Ferienhaus in Nidwalden und ich habe den Leuten erklären wollen, wie man mit der Fähre rüberkommt, jetzt von Gersau hier nach Beckenried. Und dann haben Sie hier 2.500 Punkte drauf, die man braucht, um den Überblick zu haben, um das zu verstehen. Und dabei klagt sich niemand. Diese Karten sind genial. Diese Schweizer 25.000er Karten, da ist jedes Häuschen drauf, jeder Strauch drauf. Weil das ist gut. Jetzt möchte ich das abschreckende Beispiel zeigen. Das ist das, was ich jetzt gerade vor kurzer Zeit gesehen habe von einem großen Beratungsunternehmen. Das ist halt 12 Zahlen. Jetzt würde ich sagen, der erste Schritt ist mal, wir machen unsere Notation. Das heißt, schwarz, nee, nicht blau und Excel-Farbe, sondern blau und hohl, schwarz und hohl. Und dann können wir das Ding auch kleiner machen. Und zwar so klein, dass man es gerade noch lesen kann. Also das ist jetzt, glaube ich, 7-Punkt Schrift. Das ist, also hier vorne geht es noch und wenn Sie Bildschirm sind auch, aber da hinten leider müssen Sie nicht denken, dass man es sehen kann. Ich mache das natürlich größer. Und ich erkläre jetzt, dass man diese Monate hat und dann hat man den Durchschnitt vom Plan. Dann zeigt man hier noch den Durchschnitt, die Abweichung vom Plan mit minus 18 Punkten. Man macht noch die Marge mit rein. Man zeigt vielleicht ja nicht nur die Situation von Germany, sondern vielleicht auch noch von Frankreich. Und von UK. Man macht es noch kleiner. Jetzt ist die Frage, so klein wie möglich, dass man es auf einem Bildschirm noch gut erkennen kann. Und dann kann ich anfangen und kann jetzt hier, habe ja Platz, kann noch mehr Länder unterbringen. Und der Stadt, ich habe es vorhin in der Pause erzählt, ich habe jetzt einen Fall mit einem großen Automobilkonzern, die haben sowas Ähnliches gemacht für ihre Produkte. Da haben Sie 50 Slides in einer Woche, in einer Präsentation. Wir machen jetzt 4 in der Stunde und Sie haben eine Viertelstunde Zeit für jedes Slide. Weil wenn Sie jetzt hier fertig sind, machen wir eine Tabelle, machen dann noch ein Ranking da rein und noch ein paar andere Hinweise. Und jetzt diskutieren Sie da die Situation in Polen, machen Sie es größer, diskutieren die Situation in Portugal. Sie nützen das, wie man auch in der Landkarte sich zurechtfindet, indem man Teile vergrößert und anschaut. Und das finde ich jetzt ein Weg, der eine Lösung sein könnte für unsere Dashboard-Probleme. Und wenn Sie das vergleichen, dann ist es einfach nicht so gut. Okay, let us agree on standards. Meine letzten 2, 3 Bilder. Wenn Sie die runterladen, sich die Standards, it's for nothing, it costs, it's for free. Sie können sie runterladen. Es gibt dann auch Notationsmanuals als Beispiele. Wir haben hunderte von Firmen schon, also wirklich von Bosch bis Daimler und von Siemens bis sonst wo, die angefangen haben, sich in Teilbereichen ihre Notationsmanuals zu bauen. Und ich denke, ich möchte gerne schließen mit diesem Satz hier, let us agree on standards and business communication. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir gemeinsam sowas entwickeln. Wir sind alle aufgefordert, auch einen Beitrag zu leisten. Wenn es Ihnen nicht passt, nicht gefällt, auf die Website gehen, Kommentare einschreiben, würde uns freuen. Also, das war die kurze Einführung in die BCS. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen klar machen, was mir wichtig ist. Fasse zusammen, wir brauchen Regeln. Wir brauchen Regeln, so wie das die Ingenieure, Architekten und Musiker auch haben. Haben wir nicht. Aber ohne Regeln funktioniert keine Kommunikation. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Man muss Regeln haben, Norden ist oben und die Straße fährt auf der rechten Seite und die Ampel ist oben rot und unten grün. Ist einfach praktisch. Okay.